Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Sacred 3 mit Paxis. Wir sind gerade noch in der Stadt der Untoten und hoffen mal, oder ich hoffe mal, dass ich hier. Erinnert ihr euch an Hector? Heute durchkommen. Dann fürchtet jetzt Hector 2.0. Und wenn er siegt, dann werdet ihr Teil von Hector 3.0 werden. Okay, ah, da ist er ja, Hector. What the fuck for the win? Okay, ja, da scheint er genauso stark oder schwach zu sein wie der andere Hector, oder? Ich sehe jetzt nicht, dass der schwerer wäre. Okay, come on, come on, come on, come on. Eine Fortsetzung ist nie Sag so gut ich doch. Wie das Original. Aber der dritte Teil einer Reihe ist immer der beste. Oh nein! Mein geliebter Hector! Bleib mir fern! Ich bin Aplosut nicht oben an der Treppe! Ich wette 20 Goldstücke, dass er oben an dieser Treppe ist. Oh oh, Bossfight! Sag bloß, wir haben jetzt mal den ersten, ja, General, gegen den wir kämpfen dürfen. Ich bin gespannt. Oh, ich hätte meine Energie vielleicht noch auffüllen sollen. Der untote Brutus! Zane hat gesagt, ihr würdet darauf hereinfallen. Aber ich hatte ihm nicht geglaubt. Ihr seid so rechenbar. Bitte, sagt meiner größten Schöpfung Hallo. Meinem Mega-Brutus. So würde mein Mega-Brutus klingen, wenn ich ihm Stimmbänder gegeben hätte. Okay, okay, ich stehe wieder auf. Sehr schön. So, wir schützen uns, wir greifen an, wir schützen uns, wir greifen. Oh. Ja, Move machen. So ist's richtig. Prügelt die Füllung aus ihm heraus. Obwohl komisch, ich glaube, ich habe am Anfang einfach noch schlecht gekämpft. Mittlerweile sind die Kämpfe nicht mehr so schwer wie am Anfang, habe ich das Gefühl. So. Er ist gleich am Ende. Ich spüre es. Die Siegreichigkeit ist mein. Was? Vorsicht. Aber ich hatte noch Zombies. Das war's, oder? Ha, ziemlich einfach. Oha, Sonnenspanner verbessert Level 3. Natürlich ist dieser Feigling abgehauen, aber ich bezweifle, dass er irgendwo anders noch Tote erwecken wird. Lasst uns abhauen. Ach, und ich bin gerade knapp bei Kasse. Geht auch ein Scheck statt des Goldes? Was? Nein, natürlich nicht. Als ob man Gold über einen Scheck ausschreiben könnte. Was ist denn das wieder für ein Schwachsinn? Oh, wir sind fast Level 17, sehe ich gerade. Dann hoffe ich mal auf ein kleines Nebenquest, eine kleine Nebenmission, die wir vor dem nächsten Hauptquest machen müssen oder können, damit wir dann halt wieder, ja, aufleveln. Haben wir gerade 2 Level geholt? Ach so, wir sind gerade eben noch aufgelevelt, weil wir wohl noch Erfahrung bekommen haben für das Beenden des Auftrages. Ich glaube, da haben wir 2 Level geholt. Stürmen. Stürmen. Ja, aber da ich Stürmen sowieso nicht verwende, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Meteorsturm hat ein neues Level, okay. Erhöht die Wahrscheinlichkeit von kritischen Treffern bei Meteorsturm 100%, aber wie gesagt, mir gefällt eigentlich das Stampfen besser, deswegen lassen wir das auch mal. Fertigkeiten, Wiederbeleben ist auch ziemlich bums. Dann war's das schon. Item Shop. Gucken wir mal, was wir da kaufen müssen. Das hier zum Beispiel. Und das war's. Okay. Nächster Auftrag. Ja, da haben wir noch einen Nebenquest, und zwar Eremitenweg. Uns hat ein Notruf erreicht. Es scheint, dass seltsame Kreaturen den Eremitenweg blockieren, sodass keine Pilger über die Berge kommen. Sie brauchen eure Hilfe oder müssen anfangen, sich gegenseitig zu essen. Das ist ja... Ja, das klingt sehr cool. Dann wollen wir mal schnell zu ihnen kommen, damit sie sich nicht gegenseitig essen müssen. Zeit für ein Level Up. Na, ich glaube, das werden wir nicht schaffen, dieses Mal aufzuleveln. Dafür brauchen wir einfach noch viel zu viel. Ganz einfach. Drücke die Taste, während du dich ihm näherst, so. Dann ist er toast. Und bam! Frei. Oh! Jetzt kann ich tun, was ich schon immer wollte. Okay, wir haben einen verrückten Zwerg als Geist befreit. Interessant.
schön. Und jetzt nochmal. Schön. Besiegt alle Feinde. Das wird also auch wieder eine kleine Mission. Das ist schön. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Sehr, sehr viel Totes. Ach, der nervt, der nervt. Okay. Exekutieren, exekutieren, exekutieren. Geschafft. Ja, wir haben es verstanden. Er ist böse und wütend. Ach, das nervt, dass er die ganze Zeit schnellen Angriffe macht. Ah, sehr schön. Viel Schaden. Dann haben wir ihn ja doch gleich geschafft. Machen wir mal noch unseren Stampfer und das müsste es gewesen sein, sage ich doch. Ach, und das war's noch gar nicht? Ihr könnt doch stolz auf euch sein. Und jetzt geht heim. Ich glaube, wir haben jetzt einen Heiltrank mehr. Haben wir nicht wirklich viel Erfahrung bekommen in diesem kleinen Nebenquest. Das macht nichts. Es gibt doch noch einen Nebenquest, das wir jetzt erstmal machen werden. Bevor wir zum nächsten Hauptquest kommen. Okay, geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Über 300 Gold haben wir dafür bekommen, dass wir den Auftrag erledigt haben und Heiltrankaufladung verbessert. Sehr schön. Und eben einen Zwerg entdeckt. Huertan oder Hürtan, der Zwerg, lebte einst als Maurer in Zuragnar, wurde jedoch zusammen mit seinem Volk von den Dunkelelfen erschlagen. Was danach passierte, ist nicht ganz klar, aber ein Nachleben mit den Dunkelelfen wäre genug, um jeden ein wenig irre zu machen. Jetzt versucht er sich zu rächen, indem er jeden, den er angreifen kann, das Fleisch herunterzieht. Okay. Und dann gehen wir mal noch in den Shop und schauen. Hä? Wurde nicht irgendwie der Heiltrankvorrat erweitert? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Anscheinend habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Egal. Dann machen wir erstmal Goldspitzwerk. Trolle haben das Goldspitzwerk eingenommen. Wenn wir uns dieses Bergwerk zurückholen, können wir unsere Kriegskassen füllen und haben weniger Trolle. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich wieder eins mit Level, oder? Mit Wellen, die wir bestehen müssen. Nein, auch wieder besiegt alle Feinde. Ja, das ist cool. Zeit für ein Level-Up. Na, werden wir wieder nicht schaffen, mein Nerd. Mein nerdiger Freund. Das wird nicht reichen. Brauchen wir einfach noch zu viel. Ja. Okay, das ging. Und Exekution. Schön. Und jetzt nochmal. Schön. What the fuck for the win? What the fuck for the win? Oh, ist das alles Gold? Ich glaube. Wäre es ja ziemlich schlau, wenn wir einfach uns die Dinger besorgen würden. Also diese Loren. Boah, was haben denn die für Energie, ey? Ist doch da ewig. So. Fast geschafft, hoffe ich mal. Und zack. Oh nein, da kommt noch mehr. Wow, 430 kritischer Schaden. Nice. Und 430 ist wahrscheinlich das Maximum. Ha, nichts stellt sich uns in den Weg. Nicht einmal dieser Haufen da, oder? Stimmt. So, das ist aber ungewöhnlich, dass es hier drei Orte gibt mit Feinden. Meistens sind es ja zwei bei diesen Nebenquests. Oha. Okay. Okay. Ja, und da haben wir ihn auch fast schon wieder down. Da, jetzt hab ich's gesagt. Okay. Okay. Okay, na, nicht rumwerfen. So, und das war's. Ging wieder relativ schnell, sehr schön. Exekution! Für den Widerstand.
Wie oft steht's denn hier noch 1-0 für den Widerstand? Ich meine, ist ja nun nicht das erste Mal, dass sie das sagt. Gut, geschafft. Dann können wir uns jetzt des nächsten Hauptquests zuwenden. Und ja, wir haben noch nicht mal die halbe Leiste voll bis zu Level 18. Das heißt, es dauert noch etwas, bis wir wieder aufsteigen. Okay. Neuer Auftrag erledigt. Schutzaura aufladen verbessert. Bestätigen. So, dann kommen wir mal zu dem nächsten Auftrag, und zwar Festung Enigma. Infiltriert die Festung und zerstört das Waffenwerk des Feindes. Schauen wir mal. Tü-tü-tü-tü-tü. Macht euch bereit, Freunde. Das wird unser bislang gefährlichster Auftrag. Ich mag Gefahr. Weit im Norden liegt die Festung Enigma, bewacht von Grimox. Aber sie werden eure kleinste Sorge sein. Dort erschafft Zandrax die Ashen-Elite und bildet sie aus. Die Legion des Staubs. Und schmiedet die dämonischen Waffen des Imperiums. Im Grunde ist es also das Herz der Ashen-Kriegsmaschinerie. Und unsere Truppen werden in dieser Entfernung keine Unterstützung geben können. Ihr werdet allein sein. Hey, ich werde da sein, irgendwie. Und du hast vergessen, das Gerücht über das große Böse darin zu erwähnen. Wenn ich darüber nachdenke, verstehe ich, dass du es nicht erwähnt hast. Ich habe euch unbemerkt in die Festung geschleust. Aber ihr müsst auch unbemerkt bleiben. Seid also leise. Ja, das ist ja ein Schleichspiel, man kennt's. Ich muss gar nicht flüstern, denn nur ihr könnt mich hören. So was wie Splinter Cell. Erledigt sie, leise, damit niemand bemerkt, dass ihr hier seid. Ist doch leicht. Ich glaube, das ist nicht das richtige Spiel, oder ich bin nicht der richtige Spieler. Also dieser Martag-Typ da ist nicht der richtige Kämpfer, um leise zu sein. Würde ich mal behaupten. Ich kann mich aber natürlich auch irren, also... Na komm. Ich spüre ein verschlossenes Tor. Aber nicht, wo der Schlüssel ist. Sehr hilfreich, ich weiß. Meint ihr, ihr könnt euch mal danach umsehen? Jo, sehr gerne. Ich sehe euch. Verdammter Klotzkopf, Dummbatz. Tut mir leid. Ich dachte, wir könnten es heimlich schaffen. Ja, die Wahrscheinlichkeit war echt total mega hoch. Es sind aber viele. Die Schildtypen, die halten halt auch verdammt viel aus. Ich bin gleich tot, Sanitäter! Fuck. Seit langer Zeit mal wieder ein Trank, den ich benutzen musste. Okay, ich bin gleich wieder zurück. Lila Sonnenuntergang. Das ist nur ein halber Schlüssel. Oh, wo sind denn so viele Schildträger hier, ey? Die sind einfach so stark. Okay, geschafft. So, dann auch auf diesen komischen Armbrusttyp. Und auf den anderen. Und auf den ersten nochmal. Oh nein. Gleich macht's BUMM! Es hat BUMM gemacht. Wo ist denn der zweite Fragment oder das zweite Fragment des Schlüssels? Ist auch geil. Ich frage mich, was das für ein komischer Schlüssel ist, den man erst zusammensetzen muss. Also, ist es einer zum Stecken oder schmiedet er ihn zusammen oder wie auch immer? Schauen wir mal. Okay. Hässliche Fallen. Oh! Der Torschlüssel! Ha! Deine Festung gehört jetzt uns! Was? Was? Man stirbt direkt, wenn man da reinläuft? Ich habe euch unbemerkt in die Festung geschleust. Fuck, ey. Aber ihr müsst... Oh, ich hatte halt keinen Bock zu warten und dachte mir, das schaffst du schon, da kommst du schon durch. Und dann stirbt man auch noch direkt. Fuck. Ich schätze, ich muss gar nicht flüstern. Denn nur ihr könnt mich hören. Wie schlecht. Erledigt sie. Leise. Damit niemand bemerkt, dass ihr hier seid. Ist doch leicht. Boah, das war richtig schwach jetzt von mir. Immer drauf.
Aber egal. Wer legt denn hier diese komischen Flammendinger? Ach, das machen die Schildtypen oder was? Haben sie nicht sonst vorher nur so diese Zauberer gemacht? Ich spüre ein verschlossenes Tor. Aber nicht, wo der Schlüssel ist. Sehr hilfreich, ich weiß. Meint ihr, ihr könnt euch mal danach umsehen? Natürlich. Diese machen den Fehler nicht nochmal. Beim lila Sonnenuntergang. Das ist nur ein halber Schlüssel. So. Okay. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir... ich sehe euch. Ja. Verdammter Klotzkopf. Dummbatz. Tut mir leid. Okay. Ich dachte, wir könnten es heimlich schaffen. Sehr gut, da haben wir schon fast die Hälfte geschafft vom Kollege hier. Jetzt hab ich's gesagt. Okay. Okay. Sieg! Oh, ich habe keine Energie mehr, sehe ich gerade, aber greift trotzdem wie ein Kloppter an. Ich drücke immer auf die falsche Zahl, was ist denn hier los? Ich denn? Und ich werde ständig eingestampft, das nervt auch. Was mache ich denn? Ich kämpfe ja gerade so schlecht wie sonst jemand. Was ist denn hier los? Was mache ich denn? Fuck nochmal. Ich brauche hier sinnlos meine Energie und lass mich immer überrennen von diesen... Fuck mal, mach den erstmal platt hier. Gibt's doch nicht. So Freunde. Wie die Sonne heute Morgen um 8.47 Uhr aufging, wird dieser Schlüssel das Tor öffnen. Okay. Boah, ey, das gibt's doch nicht, dass ich hier bei so einem billigen Zwischenkampf mich so zerstören lasse. Der hat gesessen. Na? Wie viel Energie habe ich eigentlich noch? Noch zwei Heiltränke. Na gut, na gut, na gut. Zwei Heiltränke, das sollte reichen, aber trotzdem. Ach. So dermaßen schlecht gekämpft gerade, gibt's gar nicht, ey. So, hoffen wir mal, dass das jetzt aufhört mit dem schlechten Kämpfen und wir jetzt vielleicht uns wieder gut anstellen. Und schlau. Toll. Vorsicht, ich spüre auf der anderen Seite des Tors nichts. Könnte gut sein oder auch sehr schlecht. Vielleicht Zombies oder so? Oha. Wieso habe ich eigentlich so gut wie nie Energie? Was ist denn hier los? Boah, ey, das ist echt hart, das Level. Mal wieder ein ziemlich schweres. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht ständig in diese scheiß Flamme oder sowas reinlaufe. So. Ach, das sind doch diese Elite-Kämpfer, oder? Von denen sie im Vorspann geredet haben. Okay. So. Und weiter geht's. Wir werden auf jeden Fall in der Mission Level aufsteigen. Ich kann die Situation etwas beleuchten. Ah, schon wieder ein dunkles Level, okay. So, etwas Energie, aber wirklich voll sind wir immer noch nicht. Schon besser. Okay. Ja, wegen einem Typ laufe ich jetzt nicht zurück.
Ich sehe ein paar große, weiße Tankdinger. Entweder sind die für die Legion des Staubs oder Sundrax hat einen seltsamen Geschmack, was Deko betrifft. Wie auch immer, wie wäre es damit, sie zu zerstören? Ihr werdet niemals die Kammern der Legion des Staubs zerstören. Der Letzte, der es probiert hat, wurde mir anschließend als Tee serviert. Oh, Menschentee oder was? Das klingt lecker. Egal, wir machen hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschö, tschö. Ach ja, Daumen nach oben, damit man euch loben.